Wo finde ich deinen Boss? Der Paladin Roland sitzt in der Höhle da drüben. Super. Toll. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Schauen wir mal, was er kann zumindest. Feilschen, rausreden, niederschlagen, Schlösser knacken wäre ganz interessant vielleicht. Schweren Taschendiebstahl. Guck mal mit Schlösser knacken hier. Dazu bist du noch nicht bereit. No, so ein Ärger. Ja, ob ich jetzt die 19 Diebeskunstpunkte ausgeben will, weiß ich auch noch nicht. Wir können ja mal gucken, was wir überhaupt so an freien Kapazitäten haben. Nichts, sehr gut. Null Lernpunkte offen. Okay, dann kann der Kerl uns jetzt auch hier mal gestohlen bleiben. Und wir kriechen mal noch weiter ins Loch hinein. Ach, da sind wir ja schon am Ende. Hier gibt's keinen Feuermagier? Mir war so, als ob hier irgendwo ein Feuermagier rumkriecht. Ey, Dude! Ich hörte davon, dass ein neuer Mann unser Lager betreten hat. Man sagt, er sei vielversprechend. Sie haben nicht übertrieben. Bedeutungsschwangere Sprache. Ein neuer Mann mit unheimlichen Kräften. Blödes Gequatsche hier. Du hast dir das sagen? Ich halte Okara so gut zusammen, wie ich kann. Es ist höllisch. Zumal wir schon mehr als die Hälfte unserer Männer verloren haben. Armes Hutzi, du. Was ist mit deinen Männern passiert? Montira hat uns aufgerieben. Seit der Belagerung der Orks erkunden wir die Stadt. Die Orks haben bislang fast jeden unserer Vorposten entdeckt und vernichtet. Den Rest der Männer, die ich entbehren konnte, habe ich entsandt, um einen Weg zur Hauptstadt Vengar zu finden. Ja, da bist du ja selbst dran schuld, wenn du irgendwann keine Männer mehr übrig hast, wenn du sie sogar bis nach Vengard schickst hier rüber, ne? Kannst du auch den Typen aus Redok überlassen, die wohnen gleich nebenan. Du bist ein ehemaliger Paladin? Ja, ich war ein Krieger des Königs, wie alle meine Waffengefährten in Gotha. Unsere Überheblichkeit war so groß wie die schmähliche Niederlage gegen die Orks. Trotzdem trage ich meine Rüstung immer noch mit Stolz. Wenigstens mal einer, der einsieht, dass die Paladine überheblich sind, ne? Erzähl mir mehr über Gotha. Gotha liegt im Osten, zwischen Faring und Montera. Einst war sie der Hauptsitz der Paladine des Landes, bis sie von den Orks überrannt wurde. Heute wandelt der Tod durch die Straßen von Gotha. Die Schamanen der Orks haben die Stadt mit einem schrecklichen Fluch belegt. In Gotha werden wir viel später nochmal vorbeischauen. Das lassen wir uns jetzt erstmal offen, das Ganze, ne? Würde ich sagen. Warum habt ihr Montera nie angegriffen? Ich fürchte, wir haben einfach zu lange auf den richtigen Moment gewartet. Das war's? Das ist eine komplexe strategische Analyse des Ganzen. Ist ja super. Was ist dein Plan? Wir brauchen Kontakt zum König. Um den Orks nicht in die Hände zu fallen, hat er sich in der Burg der Hauptstadt Vengard verschanzt. Ich weiß nicht, was Roba vorhat. Wir brauchen einen Teleportstein aus Gotha, um es herauszufinden. Der Stein führt direkt in die Hauptstadt des Königs. Ja, wie gesagt, Gotha ist jetzt erstmal außen vor, da werden wir jetzt nicht gleich hingehen. Wenn wir aber später nach Gotha kommen, werden wir dieses Steinchen finden und uns dann natürlich direkt nach Vengard rein teleportieren in die Barriere hinein. Und das ist ganz schönes Kriegsgebiet, ganz schönes Ausnahmegebiet, kann man so sagen. Da ist wirklich nur Geschnetzel angesagt und bis dahin will ich schon noch ein bisschen trainieren, auf jeden Fall. Wo sind deine Leute, die einen Weg zur Hauptstadt Vengard suchen, jetzt? Ich habe sie nach Gotha geschickt. Ich glaube, das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Sorry, ich habe schon wieder Wein getrunken. Ja, große Waffen will ich nicht. Starke Kämpfe mit großen Waffen, schwere Armbrust, Schildparade. Ne? Schildparade könnte vielleicht interessant sein, aber dazu brauchen wir ja, glaube ich, das Jagdgeschick, ne? Dazu bist du noch nicht bereit. Genau, und das will ich nicht ausgeben. Wir haben ja sowieso keine Punkte, fällt mir gerade ein. Ich wollte jetzt schon wieder was auf Stärke skillen, aber wir haben ja gar nichts. Gut. Zeig mir deine Ware, was hat der denn? Zeig mir deine Ware. Hat er auch irgendwelche Waffen? Oh ja. Und Rüstungen, das ist auch sehr schön. Ein Helm. Wäre an sich ganz wünschenswert. Den stecken wir uns mal ein. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Nee, ich will eigentlich keine Rebellenrüstung haben. Langschwert ist das Beste, was die hier haben. Gut, dann, also nicht so gut, weil ist nicht besonders. Dann verkaufen wir mal den ganzen Ranz, den wir hier noch haben. 2000 müssen wir kommen, okay. Das kriegen wir nicht hin, nehme ich mal so an. Oh doch, die Bartaxt ist eigentlich das wert. Aber wir sind ja schon drüber. Ha.
Gut, dann nehmen wir die Söldnerarmbrust nochmal raus. Und verticken noch irgendwas hier, sowas, rostige Streitaxt. Ja, die restlichen 13, die können wir jetzt auffüllen, okay, sehr gut. Das ist doch schön, haben wir einen Helm für 13 Gold gekauft. Sieht jetzt vielleicht nicht mehr so schick aus. Nee, nicht wirklich. Aber Hauptsache, es schützt irgendwie. Lass uns montieren. Ein Frontalangriff. Werden wir nicht überleben, mein Freund. Mit den paar Leuten kommen wir nicht mal durch den äußeren Ring der Stadt. Du musst einen anderen Weg finden, die Orks aus Montera zu vertreiben. Puh, ich dachte schon, ich habe jetzt hier aus Versehen das Quest initiiert. Das will ich natürlich nicht, Montera befreien. So, quatschen wir nochmal wegen Gotha. Was für ein Fluch lastet auf Gotha? Die Schlacht um Gotha verlief anfänglich zu unseren Gunsten, bis die Ork-Schamanen diesen elenden Dämon beschworen. Dieser Ausgeburt der Hölle fegte durch die Straßen von Gotha. Jeden aufrechten Mann verwandelte diese Scheusal in eine seelenlose Kreatur. Es war, als bräche die Hölle über uns herein. Uns blieb nur noch die Flucht. Gotha ist für uns verloren. Für immer. Ja, ja, der Dämon. Wie gesagt, das Artefakt da, das Göttliche, das ist in Gotha und der Dämon ist in Gotha. Ne? Ich denke, man kann sich ausmalen, wo man das Artefakt finden kann. An wessen Hand. Diese blöden Vollpfosten. Unglaublich. Deswegen will ich noch nicht jetzt nach Gotha, denn Dämon, Nummer zu hoch. Ganz geringfügig eine Nummer zu hoch. Ich meine, wir haben gegen 6 Wölfe gerade so hier bestanden, ne? Zu zweit. Gut, ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts Neues hier. Achso, doch, ich kümmere mich um Gotha. Das können wir nochmal zumindest annehmen. Ich kümmere mich um Gotha. Sei nicht töricht. Der Dämon ist sicher immer noch da. Komm ihm besser nicht zu nah. Ja, ja. Befreie Gotha von seinem Fluch. Wie gesagt, später alles, aber wir haben es schon mal angenommen. Das ist erstmal die Hauptsache. Ich würde ganz gern mal lesen hier. Lass mich lesen. Och Mensch. Ja, wo wir jetzt aber hier die Teleportrune finden, weiß ich gar nicht. Und vor allem frage ich mich, wo hier jetzt die Quests kommen, um mal im Ruf der Okara zu steigen. Halt die Klappe. Bei Sean gab es eigentlich auch nichts, ne? Nee. Ich will eine Teleportrune. Gott verdammt, was ist denn hier? Eisenader. Da sagt er wieder, womit denn? Hier ist nix. Ein Rebell. Hier unten. Dietrich. Alchemitisch. Nö, hier ist sonst auch nix. Ich hätte eigentlich gedacht, dass genau hier ein Feuermagier rumsteht. Dann habe ich mir das wohl eingebildet. Oder ich verwechsel es mit Götterdämmerung, denn ich glaube, da ist dann hier irgendwie ein Wassermagier oder sowas unterwegs hier unten. Ich würde jetzt aber eigentlich schon ganz gerne mal irgendwelche Quests erhalten. Keiner mehr ein Quest oder so? Och komm, 2 Frames. Ja, hallo. Hallo, bitte geh schneller. Ja, 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 ja. Hallo. In die Esse, genau. Nee, wir springen daneben. Und fügen uns damit gleich nochmal ein bisschen Schaden zu, ist aber egal, wir können eine Runde ratzen gehen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, komm, leg dich mal hin. So, bis zum nächsten Morgen, wunderbar. Wie kommt denn das hier rein? Wie kommt der Minecrawler hier hin? ja. Genau. Sage ich mal nichts zu, ne? Och, dieses Gehacke ist schrecklich. Bei Rufus gibt's immer noch nichts Neues. Hätte ja sein können, dass der jetzt mal irgendwelche Quests für uns hat, aber das ist echt hier ein bisschen lame, würde ich sagen, ne? So, gucken wir mal auf die Karte. Da oben ist Okara, okay. Das ist nicht weit bis nach Silden, dann werden wir wahrscheinlich da mal vorbeischauen, würde ich sagen. Oder? Kann man denn in Okara überhaupt irgendwelchen Ruf erlangen? Ja, oder? Müsste doch eigentlich. Nimm Okara auseinander. Okara braucht mehr Männer. Ja, das haben wir gekriegt. Vielleicht, es könnte natürlich sein,
wenn man die Männer dann besorgt hat, dass dann irgendwelche Aufgaben anfallen. Das ist natürlich möglich. Oder wenn man hier Gotha dann befreit. Gut, ist jetzt scheißegal. Lassen wir den ganzen Kram. Ich will ja sowieso kein Rebellen-Fanboy werden, von daher gehen wir mal weiter nach Westen. Westen sollte da liegen. Ach, hallo! Das ist aber schön. Speichern nicht vergessen? Wäre nicht das erste Mal, dass wir da drüber stolpern. So, und dann ab durchs Gemüse. Ach, Leute. Geht's dann mal etwas besser? Was denn, Gottverdammt? Ich will mal hier flüssig spielen. Es regt mich echt auf. Ich hasse es. Ich hasse die Welt. So, ja, hier, genau. Einfach geradewegs durch in die Schlucht rein. Ne, wir gehen mal hier oben lang. Was? Ist das ein Rebell? Sieht bald so aus, oder? Was macht denn der hier? Randall! Du siehst stark aus. Du kommst gerade recht. Ja, bind mich mal nicht in irgendwelche Sachen ein, ne? Wie ich sehe, hast du auch ordentlich was im Ärmel. Ich bin Randall. Ich bin Kämpfer und will mich den Rebellen anschließen. Ich war gerade auf dem Weg nach Okara, als ich über diese Mine gestolpert bin. Aha. Alter, du trägst eine dicke Rebellenrüstung und willst dich erst den Rebellen anschließen? Nee, ist klar. Ist ein bisschen unglaubwürdig. Naja. Was hast du vor? Siehst du die Höhle da drüben? Ja, Mann. Da drin ist wohl die fetteste Mine, die ich je gesehen habe. Super. Junge, da findest du alles. Gold, Eisen, Schwefel. Es gibt da nur ein kleines Problem. Minecrawler? Was hast du für ein Problem? Die Mine ist voller Viecher. Deswegen ist da auch keiner, um die Mine zu plündern. Überraschung. Allerdings, mit vereinten Kräften könnten wir die Mine ausschlachten. Was meinst du? Ich meine dazu, dass ich erstmal speichere. So, jetzt. Jetzt können wir uns mal ranmachen. Die Rebellen in Okara brauchen starke Männer wie dich. Ja, verdammt, ich weiß das. Aber soll ich dann auf die fette Beute in der Mine verzichten? Du spinnst wohl. Na gut, dann geht's los. Ab Lass in die Mine. Uns die Mine ausheben. Das wollte ich hören. Mach dich bereit und folge mir. Geht klar, Boss. Und ich habe keine Rüstung. Na super, weil ich mit so einem blöden Rebellenfatzke kämpfe. Na toll. Großes Kino, großes Kino. Und dann müssen wir uns auch noch Minecrawler anstellen. Na, ich freue mich. Du hast es so... Bist ja auch ein ganz großer Held, erstmal ohne irgendwie die Waffe zu zücken, in den Minecrawler reinzurennen. Genau, das wäre erledigt. Ich hab's voll drauf. So, ach, den kann man ja gar nichts abnehmen, ist ja auch blöd. Womit denn? Ah, ich brauche eine Spitzhacke. Alter, was denn hier los? Noch ein paar mehr hättet ihr nicht hinstellen können, ne? So, ja, total spannend. Hey, du Sack. Warum zieht der Kerl eigentlich so wenig Minecrawler auf sich? Ich habe ja alles gegen mich, habe ich das Gefühl. Aber läuft ja. Totklickern hilft. Wenn ich dran denke, wie wir gegen den ersten Minecrawler versagt haben, damals noch in Redock, das ist schon... Da haben wir schon eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Na, immerhin einen hast du hier ein bisschen aufgehalten. Aber wirklich nützlich bist du nicht, Randall, ne? Will ich mal so anmerken. So, das wäre erledigt. Hätten wir das. So, weiter geht's, ne? Gibt's überhaupt noch welche jetzt? Oder haben wir jetzt gleich alle mit einem Schlag tot gemacht? Na, habe ich zu viel versprochen? Großes Kino. Schau dir bloß mal die dicken Goldbrocken an. Toll. Was jetzt? Du gehst und machst den Rest der Mine klar und ich fange schon mal an, sie zu plündern. Super. Neue Quest, eine reichhaltige Mine. Na super, das ist ja ganz nett, dass ich jetzt hier alleine weitermachen soll.